bleiben Sie ganz entspannt. Beobachten Sie ganz aufmerksam die Eigenaktivität Ihrer Kinder. Beobachte. Lerne dein Kind kennen. Wie die Großpädagogin Emmy Pickler gesagt hat. Ja, Lindemann. Herr Lindemann, das geht nicht. Das ist wichtig. Ja, der Text ist so gut wie fertig. Nein, das Interview mit dem Außenminister ist noch nicht terminiert, aber... Herr Lindemann! Konferenz? Morgen Vormittag? Ja, Sie jetzt sofort auf, Herr Lindemann! Das mache ich ja. Ja, wenn es nicht anders geht, selbstverständlich, ja, selbstverständlich bin ich da. Herr gut, Lindemann, dann es widerspricht Tschüss. Den pädagogischen Prinzipien einer Emmy Pickler! Wissen Sie was? Ich krieg Pickel von Emmy Pickler. Ach, das ist doch Wahnsinn! Ist das doch irre! Warte mal. Wir gehören Hanna. Vielleicht gefällt dir ja das ein oder andere. Ich gehe eigentlich fast nie aus. Nimm es mit. Wirklich? Ja. Oh, Dankeschön. Lass nicht zu, dass Sie alles kaputt machen mit Ihren Lügen, wenn Sie vor Gericht gegen meinen Schwiegersohn aussagen. Sie sind die Mutter von Ina Beermann. Wir wollen nicht, dass Sie sich einmischen. Wollen Sie auch zu der Verhandlung? Ja. Wie kann man sich in das Leben von anständigen Menschen einmischen? Wer mischt sich denn ein? Die glauben, ich sage gegen meinen eigenen Schwiegersohn aus. Was wird ihm denn vorgeworfen? Nur Lügen. Mike ist ein guter Ehemann und ein toller Vater. Es gibt keinen besseren. Hallo, hier ist deine Mutter. Ich habe euren Hausschlüssel bei euch liegen gelassen. Wo bist du denn? Jetzt. Was machen Sie denn hier? Was macht die denn hier? Mama, Frau Jessen, ich würde mich sehr gerne mit Ihnen und Ihrer Tochter unterhalten. Mit Ihnen unterhalte ich mich nicht. Und Ina auch nicht. Schick sie weg. Haben Sie Ihrer Mutter alles erzählt? Ina erzählt mir immer alles. Sollen Johanna und Jakob ohne ihren Vater aufwachsen? So wie du? Du wirst schuften und am Ende ist doch nicht genug Geld da. Tja, man kann schon so sagen. Die Umweltpolitik unserer Regierung ist unverantwortlich. Stimmt, Bernd, da hast du recht. Nicht wahr, Herr Köhler? Die Zuschüsse für die regenerativen Energien? Beruf. Was meinen Sie jetzt? Naja, die Definition von Beruf beinhaltet ja per se eine dreijährige Ausbildung. Und wenn ihr dann oben zusammenstürzt, seid ihr steckt, ihr Rüst? Und du mit deinem Schweinegesicht 125 Meter mit 9,81 Meter pro Sekunde auf den Kopfsteinpflaster knallt. Da hat dein Schweinehirn bis zum Kuhdamm spritzt, mein Lieber. Dann war das da aber der letzte, der allerletzte Kaffee.